Gipfeltreffen, Spitzenspiel, Schicksalsmatch, Wasserfreunde, Spandau 04 gegen den ASC Duisburg. Das ist ohnehin Musik in den Ohren jedes Wasserballfans. Doch noch brisanter wird die ganze Kiste, wenn die beiden Wasserballriesen bereits im Viertelfinale des Pokals um den Pott buhlen. Ein unglückliches Los, zum Zeitpunkt jetzt auch wirklich absolut unglücklich am Anfang des Jahres. Viele kommen aus den Ferien, Amateur Duisburg hat Verletzte, auch bei uns hat nicht mit der Vorbereitung alles geklappt, weil viele Nationalmannschaftslehrgänge waren, ja zwei Stück, die Vorbereitung gestört haben. Ja, apropos Nationalmannschaft, unter der Woche wurde ja Nationaltrainer Novoselic beurlaubt. Medienberichten zufolge habe es Differenzen zwischen dem Trainer und den Spielern gegeben. Beide Mannschaften, also Duisburg und Spandau, stellen ja einen Großteil des Nationalteams, aber so richtig äußern wollte sich keiner der Spieler. Da sind wir mal gespannt und bleiben auf jeden Fall dran. Zu Spitzenspielen, wie heute, gehören auch Spitzenzuschauer. Marc Politze schaute mal wieder beim ehemaligen Club vorbei und sah zusammen mit dem verletzten Erik Niers eine turbulente Auftaktsphase. Spandau legte gleich los mit einem Blitzstart. Ja, Matteo Tschuk, Moritz Oehler und wieder Tschuk markieren zum zwischenzeitlichen 3:1. Duisburg ist ja derzeit DWL-Spitzenreiter. Der ASC gewann alle 6 Partien, auch das Heimspiel. Gegen die Wasserfreunde hier im Pokal sieht das allerdings anders aus, denn Spandau stört früh und unglaublich effektiv. Restovic erobert sich da den Ball und alles andere ist dann reine Formsache. Auf den Blitzangriff folgt Tim Donner mit dem 4:1. Duisburg mitten im Spandauer Gewitter. Auch wenn der Amateurschwimmclub kurze Zeit später das zweite Tor erzielen kann, tobt über dem Duisburger Gehäuse ein Spandauer Tiefdruckgebiet. Restovic per 5 Meter und wieder Tim Donner lassen es über Moritz Schenkel Tore hageln. 6:2 für die Wasserfreunde. Duisburg gibt sich aber nicht auf, versucht noch einen Schirm herauszuzaubern, um nicht, ganz nass zu werden. Schönes Ding von Petro Ihansch zum 3:7 aus Duisburger Sicht. Das nutzt aber alles nichts, denn Vermehrer und Tschuk bauen den Vorsprung auf 9:3 zur Pause aus. Würde der Rekordmeister den Pott wieder nach Berlin holen, wäre das schon der 30. Pokalgewinn. Und bis jetzt stehen die Zeichen eindeutig auf Jubiläumsparty oder zumindest auf Halbfinalkurs. Moritz Schenkel versucht zwar noch mal verbal, lass uns zwar ein bisschen Herz gehen, lass uns zwar ein bisschen härter werden. Und dann mit Taten zu verhindern, aber im Endeffekt brachten auch die 4 Tore für Duisburg nichts. Die Wasserfreunde spielten ihren Schuh routiniert runter und schonten sogar dann noch die Kräfte ein wenig für die Champions League, denn unter der Woche geht's nach Kroatien, nach Rijeka. Die zweite Halbzeit also ein lockeres Ausschwimmen. Spandau macht das Halbfinale mit 12:7 klar. Wir haben taktisch diszipliniert gespielt, haben einfach unsere Sache gemacht, haben das besser gemacht als in Duisburg, als wir noch verloren haben, und haben als Mannschaft gerade in der ersten Halbzeit gut gekämpft und zusammengespielt. Gipfeltreffen, Spitzenspiele, Schicksalsmatches, die gehen weiter. Für die Wasserfreunde geht's in Kroatien beim Champions-League-Spiel gegen Rijeka ums nackte Überleben. Und der ASC möchte im nächsten Spiel gegen Waspo die Tabellenführung in der deutschen Wasserballliga unbedingt behalten.